Stream, ja, wunderbar, läuft alles perfekt. Genau, wir machen heute die Übungskatze hier. Und das Ganze machen wir natürlich mit der Sparmax. Ich habe ja gesagt, ich möchte die auf jeden Fall nochmal mehr benutzen und mehr ausprobieren und die auch ein bisschen härter rannehmen, zu gucken, ob die einfach auf lange Sicht wirklich abliefern kann. Und ja, Nils, Servus. Genau. Wir schauen uns die Sparmax an. Ich habe die heute, muss ich natürlich schon gestehen, schon etwas hart reingenommen. Die ist schon ein bisschen durchgenudelt und neigt dazu, ein bisschen zu zicken. Wenn die mir zu sehr auf den Sack geht heute, dann wechsle ich einfach auf die Infinity. Die habe ich jetzt nämlich auch noch da am Start. Denn ich habe heute schon meinen schönen Kratos gemacht. Und genau, den habe ich ziemlich da durchgemacht. Juhu, Servus Dennis und Horst, schön, dass ihr da seid. Genau, wir nehmen die Sparmax und wir nehmen natürlich hier heute mal wieder Schminkefarben, und zwar das Weiß und das Schwarz. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hier habe ich ein Kapparot in der Hand, aber da ist Schwarz drin. Oh, das hat folgenden Grund. Bei mir stehen die Farben ja extrem lange rum. Muss man manchmal sagen, die stehen bei mir lange rum und ich benutze dann die Farben. Ja, manchmal nicht so oft, das sieht man jetzt schön hier. Ich zeige es euch einfach mal. Wenn ihr jetzt hier die Farben anguckt, wie das Pigment hier schon langsam dazu neigt, einfach, ja, sich zu trennen. Und gerade die Schminkefarben, die stehen bei mir meistens noch ein bisschen länger rum. Und ich weiß, dass man, Achim, Servus, ich weiß, dass man die Farben, dass da jetzt keine Kugeln drin sind, hat den Grund, und das hat nämlich der, der Markus Koch hat es nochmal nachgefragt, bei zum Beispiel Airbrush for You. Die haben nämlich gesagt, das macht die Pigmente eben kaputt oder kann sie kaputt machen. Aber ich habe mir gedacht, bevor die sich zu stark trennen und ich mir hier immer so einen Wolf schüttel, dann haue ich mir lieber die Kugeln rein. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe tatsächlich hier so Kugeln überall reingemacht. Dann, wenn das Pigment halt mal rüber geht, dann ist das halb so schlimm. Dann habe ich lieber ein, bevor mir das wirklich hier eintrocknet. Und genau, und jetzt, warum ist das hier in Kapparot drin? Weil ich habe ja hier überall Kugeln drin, man hört es ja, schön. Und es passt auch und hat alles funktioniert, bloß bei meiner Schwarz. Also ich habe geschüttelt wie ein Weltmeister und ich weiß gar nicht, ich zeige es euch schon mal. Hier ist mir so richtig ein Eck aus der Farbe rausgebrochen, da ist ein richtiges Eck rausgebrochen. Das war nicht mehr so geil. Ich bin halt einfach Schüttelmeister, ja. Die Übung, das kenne ich halt. Servus Markus. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich sehe, es funktioniert alles gut. Prima. Genau, deswegen habe ich da jetzt mein Schwarz drin, weil das hatte ich nur übrig. Ein paar Pipetten von alten Flaschen nehme ich immer auf. Dann habe ich immer ein bisschen was zum Rum- und Umfüllen. Genau. Wie gesagt, die Sparmax, die zickt heute schon ein bisschen rum. Ich habe die natürlich heute, ich zeige es euch mal ganz kurz, wenn man das überhaupt noch sieht, hier für den Kratos benutzt. Und habe hier die ganz großen Flächen gemacht damit und relativ viel. Und das sieht man, glaube ich, gar nicht so gut. Weiß ich gar nicht hier. Und ja, die hat nicht mehr so ganz gut funktioniert, aber ich habe es jetzt nochmal zwischengereinigt. Und jetzt gucken wir einfach mal, dass die funktioniert. Genau. Sie hat halt nicht mehr so das super feine Spritzbild. Ich glaube einfach, dass da drin einfach zu viel Dreck drin ist. Ich habe sie nämlich für viel Weiß genommen. Und gerade das Schminkeweiß, weil das habe ich auch mit den Schminkefarben gemacht. Ja, ist nicht so die beste Weiß. Also ich verstopft relativ schnell. Servus Tangai. Tongai. Tongi. Du weißt, wie ich es meine. Genau, wir haben hier die schöne Katze. Das Miezelein. Und ich fange jetzt einfach mal an, oder? Ich gucke jetzt mal hier noch schnell. Genau. Die zieht irgendwie gerade auch so die Luft nach. Wo fange ich denn an? Ich fange jetzt einfach mal hier unten an. Ich habe euch mal ein bisschen größer genommen, damit wir die Katze jetzt besser sehen. Oh, und dann würde ich sagen, machen wir die einfach mal. Und ich schaue einfach mal, wie gut das mit der Sparmax heute funktioniert. Ja, semi-geil.
Ist jetzt bei der anderen, ich habe ja hier heute auch noch für den Kratos, habe ich ja natürlich auch noch die HPPH genommen, die Iwata und die hier oder die Infinity, die habe ich beide zwischengereinigt so gemacht und da ist gar nichts. Also merkt man schon, dass hier, ich weiß nicht, ja, da merkt man wahrscheinlich schon den qualitativen Unterschied einfach von so einem, sage ich mal, 50-60 € Gerät und von einem für knapp 300 und die Infinity auch für 250. Aber ich wollte sie einfach mal mehr testen. Aber wie gesagt, wenn die mir jetzt hier zu sehr auf den Sack geht, dann ist sie gleich mal weg vom Fenster für heute. Aber noch geht's. Es ist einfach das Spritzbild nicht so sauber. Ich weiß gar nicht. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Machen wir hier einfach mal. Oh, schön rausgemalt. Weil ich schon wieder so eine hier nervös bin, ey. So ein bisschen halt. Egal, das ist Schnurrhaar vom Kinn. Ja, das ist halt schon der Unterschied von so einem, sag ich mal, günstigeren Gerät und dann, wenn man dann halt eins hat, was einfach ein bisschen mehr kann. Aber so ist das halt. Ja, Hardy, hallihallo, schön, dass du da bist. Freut mich. In dem Fall hattest du Frühschicht, wenn du schon da bist, oder? So, ich mache jetzt mal hier schöne feine Linien. Ja, wenn ihr sowas natürlich am Anfang nicht hinkriegt, dann nehmt den Pinsel oder irgendwas anderes dafür. Ist völlig in Ordnung, ist ja gar nicht schlimm. Schauen wir hier so ein bisschen. Habe ich es heute, weil wir schon eh schon so ein Girly-Thema heute haben. Also schön das Licht hinten überall hier mit Pink eingefärbt. Wenn das auch gleich mal passt. So, das nehmen wir hier mal. Nehmen wir mal das Näschen mit. Das ist schon krass, wie hier. Live ist doch nochmal anders, denn da flutscht es nicht so geil. Also am Anfang. Wenn ich da mal drin bin, ist wieder alles in Ordnung. Jetzt habe ich hier unten schon so viel verhunzt. Jetzt machen wir das mit. Machen wir das so, als wäre es Absicht. Nein, spät, aber muss morgen auch wieder ran. Hardy. Ich bin bei dir, du. Spätschicht hatte ich auch sehr lange oder halt generell Schichten. Das ist nämlich immer so geil. Das war schon. Ich weiß noch einmal, wo ich habe eine Zeit lang mal bei Dornier geschafft und da haben die mich hier so Whisky weggelassen jetzt. Nee, um nochmal drauf zurückzukommen, ich war bei Dornien, habe da gearbeitet. Und dann haben die mich in eine andere Abteilung gestopft, weil es bei einer einen Abteilung sehr viel Ausfall gab. Da waren wirklich viele Leute krank. Und dann musste ich in die. Oh, jetzt was aus hier. Musste ich in die Spätschicht und in die Nachtschicht vor allem. Und ich kann euch sagen, die Nachtschicht war mein Tod, weil ich das gar nicht kann. Ich habe es mehrfach mal probiert, es geht überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, ich habe Bauteile gefertigt, die musste ich einlegen in die Fräse, habe die fixiert, habe dann den Startknopf gedrückt und dann lief die eine halbe Stunde durch, rausgenommen, wieder von vorne begonnen, wieder reingelegt, gestartet. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist nach 2 Stunden. Ich die Teile eingelegt, mich auf meinen schönen Stuhl gehockt, Start gedrückt, mal kurz die Augen zugemacht und zack, war am nächsten, war schon die ganze Schicht rum. Und mein Arbeitskollege von der anderen Abteilung kam rein, so, fuck, hast ja nur, keine Ahnung, 10 Teile gemacht von 120 oder so. Und das war ganz witzig, ja. Da standen wir dann beide dran, ich völlig zerstört, hab da gepennt und konnte damit gar nichts anfangen. Also Schichten ist wirklich schlimm.
Doppelkinn. Tja, hallo Elke. Schön, dass du da bist. Ich habe schon mitbekommen, dass dein Internet wieder nicht hier funktioniert. Aber wieder die Rechnungen nicht bezahlt, wa? Ja. Ich beginne eigentlich immer schlimm, dass ich eigentlich immer die harten, knackigen Sachen mache, wenn ich hier noch gar nicht drin bin. Dann sollte ich eigentlich, hätte ich lieber meine Blumen gemacht, dann wäre das jetzt nachher alles nicht mehr so schlimm, aber hey, was soll's. Mann, jetzt hier guckt, schon wieder schön die Punkte. Und wo machen wir die Punkte? Wo haben wir die geübt? Punkte ist geil. Das ist wirklich, also da kommt wieder sowas zugute, wenn man sowas kann. Dann hat man ein Gefühl, wo kommt das hin? Wo setze ich meinen Punkt? Dann kann ich den hier gezielt und sauber setzen. Und zack, haben wir dann schon hier das Ganze einmal durch. Ja, hier ist überall schön rausgemalt, aber das kaschieren wir noch alles. Können wir nicht einfach mit Schatten anfangen, aber ich sag's euch, die Scheißgun. Ja, Maxi, Servus. Ich wechsle jetzt mal schnell rüber, weil das Spritzbild gefällt mir nicht. Wie gesagt, die habe ich heute schon hart reingenommen, die Sparmax. Sehen wir mal die Infinity. Ja. Boah, viel smoother. Viel schöner. Ja, so gefällt mir das. So läuft das schon viel, viel besser. Ach. Ja, absolut. Nur die Harten kommen in den Garten. So sieht's aus. Die Härteren kriegen die Gärtnerin. Oh Mann. Ja, ich bin gerade voll auf dem God of War Trip, ey. Ich zock das Spiel die ganze Zeit schon. Wenn ich die Zeit habe. Weil ich das so geil finde. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich da den Kratos. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Ja, die Sparmax, die ist heute nicht mehr so willig, weil ich die heute schon sehr hart rangenommen habe. Schau, wie ich hier schön rausmal. Ist beim Auge aber gar nicht schlimm. Weil wir hier natürlich einfach in der Pupille auch überall so Versätze drin haben, dann ist das natürlich alles gar kein Thema. So. Können wir hier noch so ein bisschen Struktur reinbringen. Ah, ist ja mal nice. Ist eben mal die Cam eingefroren, aber warum? Du dumme Cam. Jetzt gucke ich einfach mal schnell, ob ich das noch fixen kann. Jetzt kommt der super Technik-Dave. Da. Tja, was ist los mit der Cam? Könntest du jetzt eigentlich nur einmal schnell rein und rausziehen. Ich muss mal schnell schauen. Ist nämlich schön hängen geblieben. Ja, eine Sekunde. Oh, Sekunde. Alter Mann. Mehr. Heieiei. Jetzt wird's aber wild. Ja, die Scheiße will einfach nicht mehr. Es ist einfach so ein Kackding, das will irgendwie nicht mehr.
Wahrscheinlich müsste ich jetzt OBS neu starten, damit mit dem ich hier streame, aber ja, das will ich jetzt ungern machen, um ehrlich zu sein. Müsste halt heute ohne leben. Ich kann ja nochmal schauen. Nee. Ja, die dumme Sau ist einfach eingefroren. Ja, ein- und ausschalten, das ist der Klassiker, aber ihr seht es, wenn ich ein- und ausschalte, ich habe sogar vom Netz getrennt, also vom Strom gerade, aber die zeigt trotzdem dieses gefrorene Standbild, also kann ich leider nichts ändern. Ich zeige es euch nochmal. Ja, geil. Das ärgert mich jetzt, sowas ärgert mich wirklich, also ich fummel jetzt noch einmal kurz dran rum, nur ganz kurz, um zu gucken, ob ich es nochmal hinkriege. So, jetzt gehe ich noch einmal kurz ans OBS und dann schaue ich, ob es geht und ansonsten halt nicht. Okay. Ich denke mal, so wird es funktionieren. Ha. Ja. Ja, super, so läuft es, so lassen wir es. Technik, die begeistert. Der Opa benutzt das Internet, so sieht es aus. Nein, aber keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht so oft. Das Scheißding funktioniert jetzt einfach. Und... super. EDV-Meister, genau. So, technischer Support informiert. So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich, Mensch? Wir haben jetzt hier noch ein bisschen die Härchen. Jetzt machen wir hier wieder weiter. Schon wieder Dagger-Strokes. Schön Haare machen. Ihr wisst ja Bescheid. Hier so ein bisschen. Hier so ein bisschen Dagger Strokes. Ja, läuft mal. Jetzt muss ich immer wieder hingucken, Mensch. Genau so. Jetzt machen wir, fixen wir mal schnell das Ohr. Das sieht nämlich grauenhaft aus. Ich habe hier natürlich rausgemalt. Und das fixen wir jetzt einfach. Hier mit dem ganzen Tisch rumkraxeln wegen der blöden Cam. Gibt's ja gar nicht. So. Also wie gesagt, ihr könnt das Ganze nachmalen, so wie es hier auf dem Blatt ist. Ihr könnt natürlich auch anfangen, ein bisschen eigenes Ding zu machen. Also so wie ihr das möchtet. Es ist eigentlich... könnt ihr das wirklich machen, wie ihr Bock habt. Oder einfach den Detailgrad auch einfach so hochschrauben, wie ihr das möchtet. Ihr könnt es dann einfach mehr Haare geben oder weniger. Das ist wirklich euch komplett überlassen. So können wir halt ein bisschen, hier können wir mal so ein bisschen Struktur, diese Fellstruktur mal anlegen. So ein kleines bisschen. Und machen wir hier einfach ein paar Dagger Strokes. Wenn die Gun mal will. Ist natürlich jetzt wieder mit der Feindüse auch nicht gerade das Geilste. Ich hatte heute so Bock, diesen God of War zu machen, also den Kratos, dass ich da echt, ich glaube, ein paar Stunden dran war. Und dann habe ich mir schon fast gedacht, das könnte natürlich dann mit dem Stream und dem Guns dann ein bisschen kritisch werden, wenn die dann schon so ein bisschen durchgenudelt sind. Aber hey. Ja, genau, ist ja noch nicht Sommer. Dann habe ich noch. Jetzt habe ich noch Hosen an.
So sieht's aus. So, ich gucke jetzt mal, dass ich überall so ein bisschen was an Struktur reinbringe, aber da könnt ihr dann natürlich walten und machen, wie ihr lustig seid. Müssen wir einfach mal schauen, wie das Ganze so auszusehen hat. Hier gehe ich wieder komplett planlos ran. Also ich mache das jetzt einfach so, wie ich das mir denke. Hier gibt es kein Referenzbild oder so. Ich mache das einfach nach Gefühl. Ein bisschen Amore. Ich habe heute noch nicht mal ein Bier gesoffen. Bin schon gut drauf. Waren ja jetzt alle krank. Und original hat jetzt vorhin, das ist jetzt kein Scheiß, mein kleiner Bub mit seinen 8 Monaten hat vorhin Fieber gekriegt. Jetzt hatte das meine Kleine, jetzt hat es der meine Große gehabt, jetzt hat es auch noch der Kleine. Aber ihm sind es Gott sei Dank nur die Zähne. Das merkt man schon, dass er da schon ein bisschen einfach struggled. Wie Gefühl. Immer mit Gefühl. Uns geht doch nichts. Ja, wenn man da schön mit Ruhe und so rangeht, ist das alles kein Hexenwerk. Ein bisschen hier. Aber so ein bisschen das Auge. Hier oben machen wir mal noch ein bisschen. Ah, jetzt komme ich langsam rein, jetzt merkt sie es. Es flutscht langsam. Wie gesagt. Kann der einfach ein bisschen Volumen geben. Ich mache das jetzt überwiegend eigentlich, damit das Ganze ein bisschen Farbe kriegt, damit es einfach nicht nur weiß ist. Wir machen zwar hier ein bisschen die Highlights ein bisschen stärker rein, aber das kann man dann wirklich so anpassen, wie man möchte. Wenn man sagt, man möchte es noch ein bisschen stärker ausarbeiten, könnt ihr natürlich noch mehr Haare machen oder dünkler, um einfach hier so ein bisschen so eine Farbkontrast reinzubauen, damit einfach ja, die Katze jetzt nicht einfarbig ist. Wir machen das natürlich erstmal noch schwarz-weiß. Es ist ein Übungsbild, am besten immer am Anfang beim Üben gar nicht so viel mit Farben machen, wenn ihr noch ganz früh dabei seid, damit sie einfach gut rankommt. Ja, Maxi, das ist wirklich so. Wenn es der eine hat in der Family, dann meistens geht es dann richtig los. Bei mir ging es ja auch, ich hatte ja eine heftige Bronchitis und habe die ehrlich gesagt nicht ganz sauber abheilen lassen, habe gleich wieder rumgerödelt, habe gleich wieder viel Sport gemacht und das war das, was mich dann am Ende des Tages dann richtig zerstört hat. Dann nach ein paar Wochen ging das bei mir richtig schlimm los und dann ist meine Kleine auch noch krank geworden, hat noch Zeug aus dem Kindi mitgebracht und dann ging das richtig ab und dann war das richtig, richtig schlimm und dann hat es uns hier alle zerlegt, also wirklich auch meine Frau, die selten krank ist, war dann krank und jetzt ist meine Kleine noch krank gewesen, ist jetzt gerade so halbwegs. Aber mich hat es schon auch übelst zerlegt. Aber das habe ich ja von euch ja schon auf Discord schon viel mitbekommen. Da sind jetzt ja auch gerade einige krank. Und ist halt richtig nervig. Hier machen wir so ein bisschen Fell in den Ohren. Hier tun wir es noch ein bisschen ausbemalen, damit das alles ein bisschen Dreidimensionalität kriegt. Hier halt einfach bisschen von der Entfernung. Dieses Stück hier lasse ich jetzt ein bisschen weißer, damit es einfach einen schönen Kontrast gibt. Das ist quasi hier noch so ein Restfell im Endeffekt. Das sieht doch schon geil aus, oder? Kann man, glaube ich, lassen. Feier mich immer selber. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr alle schön fleißig am Brushen seid. Dass ihr alle viel macht. Viel üben.
immer wichtig. So. Haben wir hier schon mal ein echt stimmiges. Ja, also kriegen wir langsam so eine Stimmigkeit rein, weil das Ganze jetzt einfach. Vielleicht noch ein bisschen drehen hier. Ja, einfach jetzt so ein bisschen mehr Raum kriegt. Zum Wohle, Tangai. Lass es dir schmecken. Ich werde mir nachher definitiv auch noch eins genehmigen. Das ist ja klar. Während dem Stream mache ich das lieber nicht. Sonst zerlegt es mich, glaube ich, richtig. Dann seht ihr mal einen richtigen Happy Dave. Drunken Master. Also Würchen. Probieren wir hier mal ein bisschen die feineren Schnurhaare. Oh, ist das gatzig. Versaut mir das gerade alles. Oh, ich krieg das gerade nicht schön sauber hin. Sieht ein bisschen scheiße aus. Ah. Jetzt komm. Ja, so ein bisschen. Also ich lege euch ja was vor, du kriegst ja selber kaum hin. Hat schon einen Grund, warum er Jackie Chan heißt. Genau so sieht's aus. Ja, das ist Markus auch eine gute Idee. Ja, Pausen dürfen dann schon mal sein, ist doch klar. Also bei den ganz feinen Linien, da stütze ich mich jetzt gerade auch mit dem Finger hier so ein bisschen ab, damit die nicht ganz so zittrig sind. Das ist natürlich ein bisschen kacke, weil ich bei den Live-Dingern immer so eine gewisse Nervosität mitbringe. Dann ist meine Hand nicht mehr ganz so geil. Es sieht jetzt ein bisschen, tja. Also das sieht jetzt ziemlich scheiße aus, wenn ich mal ehrlich bin. Hätte ich mal lieber weggelassen. Ja, aber mei. Das ist halt, wenn ich die Sachen. Ich meine, die hat die Schnurhaare da und alles passt ja auch, aber es sieht jetzt mit dem harten Schwarz ein bisschen. Ja. Gefällt mir jetzt nicht. Das könnt ihr auch zur Not einfach weglassen. Die Mieze hat dann einfach einen Strom gefasst. Ah. Naja, aber mein Gott, halb so wild. Finde es nicht schlimm, dann ist ja nicht schlecht. Ja, ich finde sowas immer, wenn das nicht so hundertprozentig ist, wie ich mir das vorstelle. Aber da bin ich dann auch mal wieder selbstkritisch ohne Ende. Also es ist ein Übungsbild, ist ja ist nicht so wild, soll ja eigentlich, ihr sollt das ja auch üben und so, auch sowas. Einfach so kleine Sachen und so, aber. Ja, das sieht jetzt hier schon ein bisschen wild aus. Ist natürlich auf dem. Ja, das müsste wahrscheinlich transparenter sein, dann sticht das nicht so raus, dann ist das vielleicht annehmbarer. Aber so wirkt es jetzt nicht ganz so stimmig. Ja, aber hey, was soll's? Ich muss üben, noch mehr live zu machen, dann wird das auch. Und zur Not kann man sowas immer noch
irgendwie abcovern oder so. Würde ich wahrscheinlich jetzt nicht live wahrscheinlich viel besser hinkriegen. Aber hey, ich bin mir nicht zu schade, auch sowas zu zeigen. Sieht das doch schon mal gar nicht blöd aus. Ich will so mal ein bisschen rummalen. Jetzt muss ich mal hier kurz schauen. Das zeigt er mir gar nicht an. Ja, gut. Also, ich würde sie jetzt fast schon so lassen. Ich kann natürlich hier und da noch ein bisschen. Ihr könnt natürlich hier Dagger Strokes einbauen, wie ihr möchtet. Wenn ihr dem Ganzen quasi noch mehr Fell spendieren wollt. Nicht so spasti, ey. So, noch jemand. Ulf? Der Ulf? Ich nenne dich jetzt nur Ulf, weil den Rest kriege ich nicht raus hier. Ja, genau, ich zeige euch die nackte Wahrheit. So sieht's aus. Ja, die sollte man am besten einfach wegrasieren. Das ist, nein, aber das macht. Es ist halt so, mich stört es nicht, sowas zu zeigen. Ich lasse auch in meinen Videos immer Fehler immer drin, weil sonst brauche ich die Videos gar nicht machen. Wenn ich Sachen mache und ich zeige euch dann, gerade wenn ich dann Scheiße baue oder das nicht klappt und das machen die Leute natürlich zu 100% weg, weil jeder will nur glänzen, jeder will nur zeigen, oh Alter, ich hab's voll drauf, ich kack die Sachen raus und guck mal, ich mache nie Fehler, aber das ist ja für mein Empfinden nicht der Sinn und Zweck, vor allem nicht fürs YouTube. Also ich habe das ja gemacht, damit die Leute einfach, ja, dass man denen helfen kann, dass ihr seht, an was ich so struggle oder wo ich meine Fehler mache, damit ihr sie nicht mehr machen müsst oder einfach einen besseren Blickwinkel drauf habt. Und so sollte das doch auch sein eigentlich, oder? Hey, Slowakei! Nice! No, thank you. No, ich, ja, mein Englisch ist scheiße. Leute mögen meine Videos, das merke ich. Ganz viele wollen, dass ich Englisch spreche, aber hey, das kann ich euch nicht antun. My English is very bad. So ungefähr. Ja, danke, Tangai. Ja, es ist wirklich so. Ich mache das halt wirklich. Ich will hier einfach den Leuten auch was zeigen, auch zeigen, dass man auch Fehler macht und dass ihr damit auch was lernt. Und wie gesagt, war mal der ganze Gedanke von dem Ganzen. Deswegen lasse ich das Zeug eh immer drin. Und wenn ich dann so dummfuck laber wie Mülleimertransporter, weil mir gerade auf die Schnelle irgendwie nicht mehr Müllabfuhr einfällt, dann lasse ich das auch drin. Das ist doch geil. So. Ich lasse jetzt mal nah dran, wenn wir weiter nach unten gehen, hier unten, dann müsst ihr das schreiben, wenn ich da ankomme, weil ich vergesse nachher die Kamera nicht nachzujustieren. Genau. Machen wir jetzt einfach mal die Blüte. Ich finde, die Katze lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen. Das ist jetzt hier, das ist in Ordnung. Das finde ich völlig grauenvoll, aber wir lassen es jetzt einfach, weil ich das jetzt nicht besser hinkriege. Müsste ich jetzt tatsächlich, würde ich jetzt mit dem Stift schnell machen, wenn das jetzt irgendwie ein Bild wäre, was relevant ist. Wobei, wenn es ein Bild wäre, also ein richtig Bild für Sekundenauftrag oder weiß der Geier was, dann würde ich die Dinger komplett abcovern hier, komplett weiß und das auch, und ich würde sie einfach weglassen, weil ich finde, sie sind zwar authentisch, aber machen das Bild jetzt nicht unbedingt schöner. Deswegen machen wir hier mal die Blüten. Und wie ich gesagt habe, ich hätte vorhin eigentlich mit den Blüten anfangen sollen, weil jetzt bin ich langsam drin. Dann sehen die Blüten gut aus. Dafür sieht die Katze so semi-geil aus. Aber hey. Aber geil. Von der Slowakei. Es hat letztens schon jemand wieder angefragt. So, ja, kannst du nicht mal hier Englisch sprechen? Und ich sage, nee, das kann ich leider nicht, Leute. Ja, aber mein German ist, ich kann kein Deutsch sprechen, das ist scheiße. Und er hat gesagt, ich kann kein Englisch, dann mache ich es auch nicht. Ist halt kacke, aber
Was willst du denn machen? Wir machen hier so ein bisschen Struktur mal rein. Ich sehe gerade die Striche hier so ein bisschen. Eigentlich wollte ich das schon letzte Woche machen, da war ich ja auch in dem Bild drin, habe es ja auch bei Photoshop bearbeitet und so. Aber war ich ja krank, jetzt fällt mir die Hälfte selber wieder nicht ein, was ich hier gemacht habe. Mal einfach mal ein bisschen nachgefühlt. Jetzt habe ich da mal einen Tip dry, geht mir voll auf den Senkel. Einmal kurz hier durchschießen in meine Absauganlage, die läuft nebenher ein bisschen. Mit moderatem Tempo, damit ihr auch noch was versteht. Gamma, Gamma, Gamma. Mal jetzt hier so ein bisschen. Ja, international würde ich wahrscheinlich voll abrocken, hey. In Deutschland ist natürlich die Airbrush-Community jetzt nicht so riesig wie in anderen Ländern. Sehe ich dann immer, wenn die anderen Streamer oder halt andere Airbrusher dann halt aus den USA oder so dann kürzester Zeit gleich mal 10.000, 15.000, 20.000 Leute am Start haben. Die nur Zeitraffer rausschießen oder so, weil es halt einfach eine andere Größe hat, eine andere Dimension. Aber ist nicht so schlimm. So, jetzt machen wir hier mal schön aus. Kamera funktioniert wieder. Ha. So. Oh, das hört sich gut an. Dennis, du kannst sie gerne übersetzen. Müsste ich eigentlich, ich habe es zu Katharina, also meiner Frau letztens schon gesagt, eigentlich müsste ich nochmal meinen Kanal nur mit englischen Übersetzen raushauen. Und dann pushe ich damit gleichzeitig wieder den Deutschen und umgekehrt. Ja, alles so viel Arbeit. So. Monobrau ist gerade Mode, absolut. So, wir machen jetzt hier so ein bisschen, Volumen. Oder so, ich mache das Airbrushen hier groß, ja. Mir ist das mit dem Englischen generell viel zu viel Aufwand, zu viel Arbeit und ja, ich kann es auch nicht ganz einfach. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es nicht kann, mache ich es nicht, weil ich spreche mir da keinen ab und dann spreche ich wie so ein Vollspasti mit 20 Bier in Tuss. Nee, danke. Es reicht mir, wenn ich mich hier schon lächerlich mache. Geil. So, wir haben das jetzt ein bisschen ausgemalt, geben den Blumen so ein bisschen Raum, ein bisschen einfach. Ein bisschen, ja. Blumen und das Ganze. Ah, jetzt komme ich rein. Wie gesagt, es muss nicht immer 100% drauf sein. Ihr könnt auch dickere Linien machen. Ich habe jetzt natürlich die Infinity mit der 015er Düse, die malt halt mega fein. Muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass hier nicht zu... Ja, also in der Regel habt ihr ein bisschen breiteren Sprühstrahl. Wenn ihr dann eine Düse habt, die ein bisschen größer ist. Sind die Riefen von den Blättern, damit die auch einfach ein bisschen Struktur kriegen und nicht nur ausgemalt sind. Entschuldigung. Ha. Ja, Maxi, so ist das. Man muss aus Fehlern lernen und man muss einfach üben. Das ist ganz einfach. Immer fleißig üben. So, das Blatt liegt ein bisschen unter dem anderen. Also machen wir hier ein bisschen mehr Schatten rein. Und dann geben wir dem lieber klein, aber dafür fein. So stelle ich mir das vor. Lieber feu, aber dafür kleu. Gell? Nähmaschine. So.
Ich muss mich ja hier wieder zusammenreißen, dass ich hier nicht so viel Fluch oder irgendwelche unanständigen Sachen sage. Das wird das Video hier, kann ich das wieder nicht monetarisieren. Und dann sagt YouTube wieder so, na 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 na. So, ja. Ihr könnt natürlich die ganzen Details hier, wenn ihr sowas könnt, natürlich schön ausarbeiten. Ich mache das jetzt hier in den Blumen so ein bisschen. Sehen hier so ein bisschen die, ja, was sind das hier? Die Samen, die Blumensamen. Oh Mann. Wir machen das Ganze. Ich habe eh schon gesagt, das nächste Mal, wenn ich live gehe und das, wenn alles klappt, dann mache ich das vielleicht schon gleich nächste Woche, muss ich mal schauen. Zeige ich euch mal noch, um da mal kurz einzuhaken, die schöne Airbrush Kreativbox. Die hat mir der liebe Nils zur Verfügung gestellt, der hat die mir geschickt. Ein sehr feiner Mann. Dankeschön, Herr Chaos Nips. Und die werden wir uns dann mal genau anschauen. Werden wir mal alles benutzen, was da drinnen ist. Da ist eine sehr coole Skull-Schablone drin, auf die ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen freue. Die macht, glaube ich, Spaß. Da ist eine Createx-Farbe drin, in Schwarz, die habe ich auch noch nie ausprobiert. Habe ich auch Bock drauf. Und die schauen wir uns auf jeden Fall an. Habe ich irgendwie Bock drauf, das zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das kann ich live machen. Das ist lässig. Da können wir mal ein bisschen radieren, mal ein bisschen rumkratzen. Ein bisschen hier voll eskalieren. Schwäbisch plus Englisch ergibt Schwenglisch. Schwengelisch. Ja, genau, der Renner werde ich sicher. Auf den Fail-Spots. Nein. Nils, der Carsten ist der Geilste. Also wenn ich mich immer frage, wer Nils ist, das ist der Chaosnips. Ich sage einfach nur Nils, was sich bei mir so eingebrannt hat. Einzigsten, den ich nicht beim Username nenne. Weil er einfach mein Homie ist. Spengler. Schön Ghostbusters. Ich habe übrigens gehört, der neueste Ghostbusters-Teil soll ja gar nicht schlecht sein. Da hat auch der Sohnemann Regie geführt, der Sohn vom Originalregisseur von den anderen Teilen, von den Originalteilen. Und er soll ja gar nicht schlecht sein. Obwohl es da die ganzen Kinder sind. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde mir ihn mal angucken, wenn er irgendwo mal frei drinnen ist. Aber ich werde mir den dann einfach mal geben. Mir mal anschauen, ob das auch stimmt. Ach, der fragt mich hier, was für ein Papier ich benutze. Das ist Normal Paper, 250 Grams. It's Photo Drucker Paper. 250 Gramm Papier. Kann mir gerne jemand da reinschreiben. 250 Gramm Papier, normales Druckerpapier. Das mache ich mir doch zum Affe, indem ich mir ein halbes Englisch raushaue. Ja, für die Übungsblätter hier ist nur stinknormales Papier zum Drucken. Nichts Wildes, so Fotopapier, was man kennt. 250 Gramm dick. Ja, perfekt. Auf meine Community ist Verlass, ihr seid die Besten. Ja. Da, 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 da. Auf dem lässt sich erstaunlicherweise echt gut brushen.
habe das jetzt einfach mal ausprobiert, so für die Übungssachen. Der Vorteil bei dem Papier ist, dass das Papier gut saugt. Es verzeiht relativ viel. Also das ist für den Anfang eigentlich nicht schlecht. Da kann man wirklich gut mitarbeiten. Sind Zuschauer. What the fuck? Hoppla. Ha, darf ich gar nicht sagen. Hat keiner gehört, okay? What the Dave say? Ding, 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 ding. Ich muss aufpassen, dass mein Wahnsinn hier nicht wieder übergreift. Aber ihr seht bei so einem Übungsbild einfach die Sachen so ein bisschen ausmalen. So ein bisschen das Kleingeraffel und dann eigentlich immer Licht und Schatten geben. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Mit Licht und Schatten geben wir dem Ganzen einfach ein bisschen Form, ein bisschen Dreidimensionalität. Einfach wird das Ganze. Ja, normales Papier. 250 Gramm. Ich kann mal schnell kurz gucken. Wir haben ja Zeit. Ich guck mal schnell hier runter. Ja. Habe ich da noch einen ganzen Bogen verpackt. Ha. Ha. Guck doch mal an hier. 250 Gramm A4. Original. Vielleicht hilft einem das ja schon. Ha! So, le. Uff, Seite. Farbe, das dürft ihr euch natürlich aussuchen, ob ich Farbe drauf machen soll oder nicht. Ich komme, glaube ich, gefährlich weit runter. Schwein hat mir gar nicht gesagt, dass ich so weit unten bin. Mach ich hier oben erstmal weiter. Das meine ich. Bei so Bildern, wenn ich so nah ranzoome, ich springe mega viel rum, weil ich einfach Lust habe, dann die Sektion fertig zu machen und so. Und dann seht ihr manchmal nichts mehr. Nichts. Wie wir beim Kniffeln sagen würden. Nichts. Einfach so ein bisschen die Sachen. Ich weiß, sowas hier ist schwierig. So feine Sachen sind schwer. Gerade am Anfang, aber übt sie trotzdem. Üben, damit ihr einfach besser werdet. Und am besten nicht fixieren. Also am besten frei sein, dann habt ihr die richtig harte Challenge. Und da müsst ihr nämlich richtig, richtig gutes Gefühl beibringen. Er bekommt sehr viel Overspray, Ratschläge. Schwierig, schwierig. Overspray kann einen Haufen Gründe haben. Und es fängt bei der Nadel und Düse an. Die können beschädigt sein oder defekt. Das kann mit der Farbe zusammenhängen. Das kann mit dem Druck zusammenhängen eigentlich. Also das ist echt ein Problem. Also das ist ein schweres, lokalisierbares Problem. Dann kommt es noch auf die Pistolen an. Wenn man natürlich Schrottpistolen hat, dann hat man das natürlich viel schneller. No problem. Das ist halt. Aber seht ihr mal, dass jemand wie er so sogar hier zuguckt, obwohl er kein Deutsch kann, weil ich einfach so geil bin. So ein geiler Typ.
Ja. Ich brushe mit 2 bis 1,8 Bar. Wenn mir jetzt noch einer sagen kann, was 10 PSI sind in Bar, dann bin ich glücklich. Hesse und kannst auch keine. Also ich finde ganz schlimm, und da mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber es ist so, ich finde ganz schlimm den Aussie-Slang. Also wenn er so richtig ausgereift ist, dann finde ich schwer zu ertragen. Ich hatte damals einen Meister, der war voll Aussie und der ging halt richtig ab. So, jetzt mache ich mal die Kamera kurz runter und mache da mal ein bisschen hier, weil wir gehen ein bisschen ganz zurück. So. Ah! Technik. Besser. Ich glaube, jetzt sehen wir einfach besser, mehr. Jetzt kann ich hier oben überall rumfuseln. Ihr wart jetzt ja noch dran, ihr habt den Chaos hier gesehen, das ganze Zeug. Vier Bar, Maxi-War. Nicht frech werden. Ja, Dani, bei dir ist das ja noch alles im Rahmen. Aber mein Meister war damals ganz cool. Der war dann so richtig: Ich weiß doch auch nicht, du Scheiße, du dummes Scheißding, ich weiß doch nicht, warum das nicht geht. Und oh, den habe ich den ganzen Tag gehabt. Tag ein, Tag aus, das war herrlich. So, jetzt machen wir hier natürlich wieder ein bisschen. Komm mal kurz hier zurück. Machen hier so ein bisschen Kleinkram. Auch hier wieder schön, kann man wieder schön üben, wie man mit der Gun klein malen kann. Einfach so Sachen. Wobei das Bild ist natürlich schon hardcore, wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen. Also nicht wundern, wenn das zu viel ist für euch, dann schraubt einfach die Details runter oder nehmt euch ein bisschen Pinsel zur Hand. Irgendwas. Alles dann nicht so wild. Kann man hier mal so ein bisschen die Mitte raus. Mein Sex ist gut. Meine Frau ist Aussie. Ich sag ja, ich mache mich wahrscheinlich auf einen Schlag beliebt. Nein, das hat ja mit der Person nichts zu tun. Also, wie gesagt, das war für mich bloß am schwierigsten zu verstehen. Und natürlich die ganzen harten Dialekte sind natürlich auch alle krass. Das tiefste Urbayern, das geht ja gar nicht. Da versteht man ja gar nichts mehr. Sonst kriegt der Dave noch die Schelle von deiner Frau. Geil. Hier unten habe ich noch was vergessen. Hier können wir wieder kleine Pünktchen machen. Hier haben wir so komisches Pflanzengeraffel, wo kleine Pünktle dran sind, kleine Samen überall. Überall Samenkörner. Hauen wir hier raus. Lieber DW, Servus. Ist die Katze ein Mädchen? Ich denke mal schon. Ich weiß es nicht. Neben mir toleriere ich keine anderen Männer. Es ist eine Frau. Nein. Das darfst du dich voll, das darfst du dir voll aussuchen. Also wenn deine Augen klappen, hat es ein Männchen.
Badger. Die Badger sind nicht schlecht. Ich glaube, der Chaos Nips hat auch die Badger, gell? Müsste es eigentlich die Badger haben, wenn ich mich da recht entsinne, oder? Habe ich jetzt auch öfters gesehen, die soll ganz auch recht gut sein. Und was der Chaos Nips benutzt, das kann nur gut sein, weil der hat ja auch die Sparmax mir gesagt, ich soll die mal zeigen. Für Anfänger, weil er die am Anfang auch hatte, nicht schlecht fand. Und hat sich bis jetzt alles bewahrheitet. Außer die Ultra, die war Käse. Die war voller Mist. Die Ultra war Bullshit. Alles klar, weitermachen. Ja, die sind, glaube ich, nicht schlecht, die Badgers. Die sind, glaube ich, echt alle ganz annehmbar. Haben, glaube ich, eine ganz gute Qualität. Aber das kann dann der Nils Chaos Nips besser sagen, bevor ich hier wieder mit gefährlichem Halbwissen glänze. Mich langsam rein in die Geschichte. Alles Übungssache. Üben, üben ist immer das Wichtigste. Dagger Strokes, gerade Linien, das sind so Sachen, die braucht man immer und immer wieder. Gerade Dagger Strokes sind eigentlich so eine Grundtechnik, die dann immer wieder kommt. Und das ist das, was ich immer meine. Ich habe heute hier bei dem Kratos nichts anderes gemacht als Trillionen von Dagger Strokes. Ich vergesse immer das Mikrofon. Hier haben wir Dagger Strokes gemacht. 1000 Stück überall. Und dann wird das auch richtig. Das sind alles Grundtechniken, wirklich. Punkte setzen, Dagger Strokes, Flächenverläufe. Wenn ihr das mal kapiert habt und gut umgesetzt habt, dann macht's Klick im Airbrushen und dann seid ihr viel, viel besser. Dann werdet ihr voll schnell gut. Das ist einfach nochmal so als kleiner Grundgedanke, wenn ihr Anfänger seid. Ja, danke. Frostmarke hier. Das finde ich, das Bild, das Kratos-Bild, das hat super funktioniert. Also da hat es heute geflowt ohne Ende. Da weiß ich jetzt schon, dass es generell, also da habe ich schon so ein geiles Gefühl und ich kann das gar nicht beschreiben. Es gibt oft, jetzt holst du hier schon wieder um, Projekte, an denen ich arbeite, wo es nicht ganz so rund läuft, wo ich dann, da merke ich dann, ja, dann mache ich es fertig, bin aber irgendwie nicht 100% zufrieden oder da stimmt irgendwas nicht, aber ich komme nicht drauf. Und dann gibt es genau solche Projekte jetzt wie den hier, wo ich brushe und das Ding fetzt rein, es funktioniert, wo das macht Spaß, wo ich mir denke, Alter, das läuft so, da weiß ich einfach, habe ich schon so ein Feeling drin, das Ding wird richtig geil. Und das habe ich bei dem Bild heute extrem gehabt. Da hatte ich so, habe ich so gebrusht, ich glaube 5 Stunden oder 4 oder was auch immer ich da heute gebrusht habe. Na gut, wahrscheinlich waren es weniger, sonst wäre die Kamera voll. Aber das hat einfach Bock gemacht, da war ich einfach so drinnen. Und das hat einfach nur gerockt, hey. Und da macht mir das auch mal richtig viel Spaß. Vor allem ist da die Hautstruktur auch schon ganz geil, also wird immer besser. Hier wieder kleine Punkte, ihr wisst ja, Punkteskal. Könnt ihr das hier perfekt üben oder nehmt euch ein Blatt und übt sowas. Jetzt ziehen wir einfach noch kleine Linien für kleine Äste mit rein. Und dann ist das perfekt. Ja, das kenne ich auch, der Elfie, absolut. Das sind einfach Projekte, wo einfach noch mal so ein bisschen geiler sind. Hier machen wir wieder schöne Punkte. Oh, die Sparmax muss ich morgen mal sauber machen, mir genau mal angucken, was mit der los ist. Aber das ist halt der Unterschied von einem 300-Euro-Gerät oder 120 oder eben hier die HP oder die Infinity. Die kann man gut zwischenreinigen, alles problemlos, da kannst du viel machen. Und bei der Sparmax, die habe ich jetzt heute halt bisschen intensiver für den Hintergrund benutzt, weil die eben auch die höhere Düse hat. Aber dass die jetzt halt gleich schon so zu ist jetzt, dass die halt nicht mehr will, gescheit. Das ist natürlich dann, da kommt dann halt
einfach die Qualitätsunterschiede. Das ist halt auch, denke ich mal, normal. Aber ich bin generell schon für die 60 Euro schon sehr überrascht von dem Gerät. Ja, so ein Geil, absolut. Wenn einem der Flow packt, dann läuft das Ding wie geschnitten Brot. So ging es mir gestern mit dem Eddy voll drauf, los ohne Angst, was zu versauen. Solche Bilder werden immer am besten. Markus, hast du vollkommen recht. Einfach die Sachen so raus, einfach machen und es sind immer die besten Sachen. Dann läuft es einfach, dann hat man geiles Feeling, dann macht es einfach richtig Spaß. Für die Zuschauer gerade, die hier noch am Start sind, die noch nicht hier Discord sind, kommt gerne ins Discord rein. Sind viele sehr gute Airbrusher schon unterwegs, viele Anfänger, viele Fortgeschrittene. Da könnt ihr euch super austauschen, gegenseitig helfen. Also Discord ist super. Schaut auch gerne, wenn ihr Bock habt, bei mir aufs Instagram vorbei, lasst da ein Follow da oder so. Könnt ihr gerne machen. Die ganzen Infos dafür sind in der Infobox oder einer von euch lieben kann das mal in den Chat reinposten. Können da die Leute auch noch rein. Nicht, dass das wieder bei der letzten Live-Session alles explodiert. Ja, ich bin hier noch mal ein bisschen. Ah, das macht mir einfach Spaß, das rumgemalt. Ich kann den ganzen Tag machen. Hier machen wir ein bisschen Schatten. Auch von den ganzen floralen Geraffel hier. Alles für die Girls. You are too near to the screen. Was für ein Brot. Ja, Ecke, das finde ich, sieht man, glaube ich, auch wirklich, hast du recht, bei dem Kratos bis jetzt. Aber ich habe jetzt auch krankheitsbedingt echt 3 oder 4 Wochen gar nicht gebrusht und war auch wirklich komplett frisch, war gut drauf, habe richtig Bock gehabt. Das ist auch nochmal was anderes, wie wenn ich dann halt völlig müde und wieder an so eine Sache rangehe, wo ich es hätte lieber lassen sollen. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Da kriege ich dann auch nochmal mehr Bock und dann wird es einfach sauberer und gescheiter und das ist nochmal dann einfach eine andere Geschichte. Das würde ich mal öfters machen, mal so mir mehr Zeit lassen, aber das Thema hatten wir ja schon oft. Das Thema Zeit. So, ich mache jetzt hier mal noch ein bisschen Struktur rein. Super. Nils hat schon rausgeballert. Super. Was sagt denn hier? Oh, 20 Uhr, super. So könnt ihr das dann halt schön, schön üben. Dich gibt es sogar zweimal, Markus. Hast du vollkommen recht. Ich weiß gar nicht. Es ist manchmal bei Discord so. Ich glaube, der Maxi hatte das Problem. Der konnte sich irgendwann mal nicht mehr einloggen. Hat auch einen neuen Account gemacht. Es ist, glaube ich, manchmal bei dem Discord einfach so. Wenn der Server irgendeine Macke hat, dann spinnt das rum und dann. Ja, keine Ahnung, also. Es kann schon sein. Da hatte ich da auch mal. Der hat dich da irgendwie doppelt angelegt, weil das habe ich schon mal gesehen, wo du die Rangliste aufgemacht hast und dann irgendwie Rang 400 war es, obwohl der so viele Ränge gar nicht gibt. Also, Leute, da habe ich schon gewusst, da stimmt wieder irgendwas nicht mit dem Scheiß-Server, aber liegt leider nicht in meiner Hand. Hier wird jetzt sich hier international ausgetobt.
hier nochmal. Die scheiß Schnurhaare gehen mir voll auf den Sack. Die sieht scheiße aus. Oh, das sieht so scheiße aus. Ich kann es jetzt nicht mehr reparieren, weil ich, ja, ich könnte schon auch mit Weiß jetzt da rumvorwerken. Nee, das ärgert mich, dass das jetzt so abgefuckt aussieht. Aber das Kätzchen kommt schon langsam. Oder? Hier so schön ausgemalt das Ganze. So, Jungs und Mädels, welche Farbe nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, wir machen mal ein bisschen die Blumen. Da haue ich jetzt mal die Schwarz aus meiner, aus der Sparmax raus, weil die kann ich jetzt dafür benutzen. Hat eh die größere Düse. Kann ich die hier weiter hurig benutzen für. Passt das. So, Pinselchen, komm mal her. Danke, Hardy. Welche Farbe nehmen wir denn für die fette Blüte hier? Für die hier. Welche Farbe? Lila, lila. So, jetzt hauen wir hier mal das ganze Schwarz raus. Einmal lila, einmal rot. Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? So, jetzt haben wir die so ein bisschen zwischengereinigt. Was mir bei der jetzt irgendwie voll auffällt, dass die so extrem die Nadel draußen hat. Also bei der hier. Leute, come on. Also die Gun. Die steht also die Nadel ist extrem weit bei der Sparmax draußen. Und als ich viel Fläche mit der gemacht habe, ist mir halt aufgefallen, dass da natürlich die Farbe nachher sich extrem viel sammelt. Aber hat irgendwie ganz gut funktioniert. Rosa, rosa, gelb. Also zweimal rosa. Habe ich überhaupt ein Rosa da? Pink, ein Rot. So, bei dem Englisch klinge ich mich aus, da bin ich nicht so gut dabei. So, dann nehmen wir mal Farben. Tschick, 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 tschick. Wir nehmen einmal. Was nehmen wir denn hier? Pink habe ich keins. Ich nehme mal hier das Lila. Ich nehme gerade mal wieder ein paar Schminkefarben. Ich da gerade Bock habe, Transparente nehme ich sowieso gerne die Schminke, weil ich die geil finde. Zum Einfärben. Nehmen wir das schöne Violett hier. Weiß und Rot. Ja, ich finde, wie gesagt, so Problematik mit Overspray, das können so viele Sachen sein. Da kann die Nadel krumm sein, da kann die Düse gesprungen sein. Das kann einfach mega viel sein und deswegen ist es ultra schwer, da was zu sagen. Ja, es ist eine sehr gute Idee. Frostmarke, sehr gute Idee. Soll da ans Discord kommen, dann kann man da besser helfen. Oh, wir färben jetzt hier mal mit Lila ein. Lila, lila, lila. Jetzt so ein schönes Lila. Passt dann hinten zu dem LED-Licht. Das ist ja auch lila gemacht hier. Alles für die Girls da draußen. Damit wir harten Hunde auch mal was nicht mit Schädel malen.
Der Link ist, Chaos Nips hat den Link gerade schon gepostet. Aber unter jedem. Genau, perfekt. Hoffen wir mal, dass der nicht alles zuspammt, sonst wir kicken gleich wieder raus. Der nicht checkt, wo er was reinmachen soll. Hier herrscht Zucht und Ordnung im Discord. Gell, Markus? Ey, es passt schon, Discord könnt ihr gerne austoben. Aber wenn ihr wirklich so mehr chatten wollt oder so, dann könnt ihr das bei allgemein oder off-topic machen, das stört mich nicht, aber für die anderen Channels einfach sauber halten, damit die Leute auch, wenn sie was suchen, was gerade Farben angeht oder so, einfach auch Informationen finden. Die funktioniert. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen. Mixi. Nadel in der Leinwand, das ist sehr gut. Habe ich aber übrigens, ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch aufgefallen ist, aber bei dem letzten Übungsbild mit der Aphrodite war ich so nah dran, dass ich tatsächlich auch mit meiner guten Iwata mit der Nadel hier drin hängen geblieben bin und sogar das Papier angehoben habe und dann mir gedacht habe, so, oh shit. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe mir nichts anmerken lassen, habe natürlich erstmal weiter gebrusht. Und habe dann aber nachher beim Saubermachen natürlich das allererste, was ich gemacht habe, ist natürlich Mikroskop und das ganze Ding natürlich erstmal angeguckt. Lilla. Lilla, Lilla. Machen wir. Die machen wir auch noch lila. Machen wir hier noch ein bisschen, damit das jetzt einfach passt. Was ist denn da los? Was ist denn los mit meiner Iwata? Nicht hinten, nicht festgezogen, hä? Huh? Ah, so fest. Vorne alle nur zwischengereinigt. Da kann es mal schnell sein, dass die Nadel ein bisschen festhängt. Ah! Oh ja, hat doch Husten. Nehmen wir mal ein bisschen White. Rosa hätte es nicht zu dunkel gemacht. Ja, nehmen wir jetzt auch noch. Also so einen rosa Ton habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe halt so einen Rotton. Dann kann man das ein bisschen mit Rot so ja, leicht einfärben. Dann wird es, glaube ich, relativ rosa. Können wir mal noch machen. Sieht nämlich sehr dunkel aus, hast du recht. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe mir gedacht, ich überspiele das Ganze mal. So, jetzt habe ich hier die Schminke weiß reingepackt. Kurz wieder verdünnt. 4 Tropfen Farbe, 1-2 Tropfen Wasser aus meiner Pipette. Oh, weil ich jetzt hier noch ein bisschen mit Weiß rein will. Einfach so, weil ich jetzt noch Bock habe. Wir haben ja erst 20 Uhr. Ich habe noch ewig Zeit. Da kann man gedacht, komm. Machen wir hier jetzt noch ein bisschen Highlights in der Blume. Wenn die Gun auch mitmacht. Lila, letzter Versuch ist. Die lila deckend. Nein. Die Farben sind alle immer transparent. Ich arbeite selten oder habe selten bis jetzt mit deckenden Tönen gearbeitet. Das erste Mal wirklich mit den Tönen von Airbrush Color for You. Davor hatte ich keine großen deckenden Töne. Das war wirklich so. Ja. Ich habe immer eingefärbt hier. Habe ich am Anfang eigentlich nur gemacht, weil es mir besser gefallen hat. Ich habe schwarz-weiß vorgelegt, habe die Sachen dann eingefärbt, dann schluckt das natürlich ein bisschen hier, die Farben und so, und dann legiert man halt nochmal mit Weiß hier ein bisschen drüber, vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Schwarz, färbt das vielleicht nochmal ein, um dann eine gewisse Tiefe zu kriegen. Und so habe ich eigentlich überwiegend bis jetzt gearbeitet. Ganz zufrieden bin ich jetzt mit der auch nicht. Wie gesagt, ich habe die heute nur schlampig durchgeputzt. Aber nicht wirklich. Merkt man, hier hängt ein bisschen Farbe irgendwie zwischendrin. Der Trigger ist ein bisschen härter als sonst. Das ist das, was ich hier gleich merke. Das nicht so optimal ist. Ah.
kann die Blume von außen her weiß einfärben, wie beim Tattoo. Ja, die weißen Elemente, die... Also man kann jetzt... Wir haben es ja jetzt eingefärbt, wir haben ja schwarz gehabt. Jetzt haben wir also mal ein bisschen das Ganze drin. Wenn ich das jetzt wirklich mit mehr Tiefe machen will, mit mehr... Damit das noch besser rüberkommt, gehe ich nochmal jetzt dann mit so einem Lila hin und spüre das nochmal so ein bisschen an. Zeige ich euch jetzt einfach mal kurz. Und kann da nochmal ein bisschen das Gelb, das Weiß wegnehmen. Das fügt sich natürlich jetzt nochmal ein bisschen hier in das ganze Blatt mit ein. Und, ach, come on. Basten hier alle ganz rum. So kann man noch mal mehr Tiefe erzeugen, aber das ist jetzt nur recht rudimentär gemacht. Oder schwarz-weiß das Bild nur und nur die Blumenfarbe. Ja, ich war das verzeihen nicht viel außer die Eclipse. Lock mich mal aus, Zwerge fordern die Aufmerksamkeit. Ja, Maxi, hat mich gefreut, dass du da warst und dann noch viel Spaß mit deinen Zwergen. Mit deinen ganzen Zwergelein. Dann kann man hier nochmal Highlights setzen einfach. Und dann kreierst du hier so eine schöne Farbtiefe. Das ist ein bisschen schwerer zu erklären. Aber wenn man so vorgeht, kann man halt mit den transparenten Tönen und Schwarz und Weiß halt richtig schöne Farbverläufe und tiefen Farben hinbekommen. Wenn man dann halt einfach nochmal das Weiß nochmal runternimmt, dann wird das vorige Transparente noch dunkler und das andere Weiß fügt sich dann quasi ein und dann hat man so einfach gleich schönen Effekt, finde ich, schönen Effekt, den man halt mit deckenden Tönen schwieriger hinbekommt. Also deckende Töne ist halt anderes Arbeiten als jetzt mit Transparenten. So, die hat jetzt auch mega tipped rein, geht mir auch schon auf den Sack. So. Da kann man so ein bisschen mitspielen, das ist jetzt hier nur so ein bisschen Beispiel. Jetzt nehmen wir aber mal... bisschen. Nehmen wir mal das mit dem Rosa. Jetzt mit dem Rot auf das Weiß, dann gibt es einen Rosa-Effekt. Ja. Nimmt halt nochmal das Weiß dann runter. Wenn ich dann nochmal Highlights machen will, das können wir eigentlich ausprobieren, warum auch nicht. Dafür sind wir ja live. Probieren wir ein bisschen rum. Gehen wir jetzt halt mal mit dem Rot drauf. Und dann wird das ja ein, wenn wir leicht drauf gehen, wird das ein Rosa. Und dann müssen wir am Ende nur noch mal ein bisschen mit Weiß wieder, damit wir wieder so ein leichtes Highlighten haben und dann sollte das gut passen. Dani, viel Spaß, Dankeschön und noch viel Spaß. Und reingehauen. Nehmen wir das Rot. Na ran. Hier haben wir dann wieder das transparente Kapparrot. Shaken. Und am besten nicht kaputt machen wie die andere. So. 1, 2, 3. Ein paar Tröpfchen von dem Road. Und dann machen wir jetzt mal nur die Spitzen. Und machen das jetzt ein bisschen. Färben wir das ein. Schaut mal hier. Ah. Aber richtig nah ran können wir da alles machen. Gehen wir jetzt mal hier unten so ein bisschen ran. Das Coole ist halt bei den Transparenten, das mischt sich natürlich mit Violett und gibt auch nochmal einen schönen Ton. Würde jetzt bei den Deckenden natürlich nicht funktionieren, da wäre das dann halt, würde das halt das Violette abcovern. Und das ist halt hier einfach das Geile, was ich finde beim Airbrushen, was die transparenten Töne angeht. Da kann man halt einfach on the fly, an der Oberfläche rummischen und das finde ich halt schon irgendwie richtig stark. Das hat mir immer gefallen. So kann man auch noch Sachen retten, wenn mal was nicht so farbig passt.
oder irgendwas nicht grün genug ist oder so, dann gibt man halt irgendwie noch mal transparentes Gelb drauf auf Blau. Dann hat man da gleich noch mal irgendwie einfach ein stärkeres Grün und ach, da kann man so geile Sachen mitmachen. Also es gibt einem eigentlich viele Möglichkeiten. Ja, finde ich auch. Sieht richtig gut aus. Jetzt merke ich, das Bild hier so dunkel, ey. Kommt mir das nur vor. So. Ja. Shit, da habe ich das jetzt auch nicht verdreht. Da stand hoffentlich jetzt nicht die ganze Zeit dieses blöde 4K in der Ecke oben. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, es wirkt jetzt halt hier alles, das ist ein bisschen arg dunkel, aber hier ist das Licht jetzt da oben, ist der fette Scheinwerfer. Wenn ich es zu hell mache, seht ihr wieder gar nichts. Ist da ein bisschen, aber hier sind die Farben nochmal deutlich satter, also. Und das ist halt auch noch Papier, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Auf dem Papier wirkt das Ganze natürlich nicht so wie auf einer Leinwand oder auf einfach was anderem, wo es einfach nochmal kräftiger wirkt und kräftiger aussieht. Also so würde ich so vorgehen bei so einer Blume oder bei so einer Pflanze einfach. So würde ich das aufbauen, wenn ich das jetzt, sag ich mal, in der Tiefe haben will. Das mit den Highlights hier kann man sich überlegen, muss man nicht machen. Und da hat man halt viele Möglichkeiten. Machen wir mal da oben noch das Blümchen hier. Ein bisschen mit dem Rosa hier. Ja, da könnt ihr voll rumspielen, so viel ihr wollt. Probiert da einfach ein bisschen aus. Könnt ihr ja alles machen, wie ihr da lustig seid. Einfach mal die Sachen bei sowas einfach rumexperimentieren. Auch mit den Transparenten dann hier einfach nochmal gezieltere Schatten setzen. Da könnt ihr da auch viel mit üben, viel mit machen. Ich sitze am PC und schaue zu. Du brushst erst morgen wieder. Ja. Muss ja nicht immer. Man kann ja auch mal ein bisschen hier mir zuschauen. So, machen das jetzt wie bei Speedrandale, bei den Games dann Quicksow und jetzt kommen die Donations. So, ich mache jetzt mal die kleinen Pflänzchen auch noch dazu. Einfach hier. Die hier und die hier unten. Haben. Wir machen das Auge von der Katze auch noch farbig. Hoppala. Upsala, da habe ich mich hier ein bisschen hier, das hat keiner gesehen. Ich gucke immer nach rechts, weil da der Monitor ist. Was meinst du mit Highlight nochmal weiß? Die Blume hier. Also die, ich baue das immer nach Gefühl auf. Wenn ich dann das Gefühl habe, es braucht mehr Tiefe, dann gebe ich nochmal eine Schicht Weiß dazu, färbe die vielleicht nochmal ein. Oder wenn ich merke, das passt, dann lasse ich es einfach so, wie es ist. Und highlight dann einfach nur nochmal ein bisschen. Das ist völlig unterschiedlich, je nach Struktur und was für eine Helligkeit. Ist jetzt hier natürlich alles relativ dunkel. Hier haben wir jetzt so den leichten Verlauf. Wenn wir natürlich hier nochmal mit Weiß, mit einem verdünnteren Weiß einfach noch mehr Linien ziehen und die wieder einfärben, dann kriegen wir mehr Volumen hin, noch mehr Rundungen und so ein Zeug. Das kann man machen, wie man eigentlich möchte. Da ist man wirklich komplett frei. Und da muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren. Das ist, glaube ich, so das Ding. Ich finde es echt geil. Ja, vielen Dank. Ich finde es auch geil. Generell. Also das ganze Brushen und die ganzen Techniken finde ich ganz cool. Und so könnt ihr halt mit den transparenten Tönen echt an. Es sieht so dunkel aus, gerade auf meinem Referenzmonitor. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Kamera heute wieder ein bisschen dunkler gemacht, weil es vorhin so hell war und das alles so gespiegelt hat. Da kommen die Farben jetzt nicht ganz so geil rüber. Ich könnte mal versuchen, sonst eins heller zu machen. Vielleicht sieht man das dann besser. Ich guck mal schnell in der Kamera. Ha!
das nochmal schnell heller kriege. Tap, tap. Iris. Oh ja, komm. Ja. Sie, jetzt haben wir es heller. Es war vorhin auf 3. Ja. Ja, so ganz. Ja. Aber wie gesagt, die Kamera wird ein bisschen arg dunkel gehabt. Alles so Kleinigkeiten. Hier ein guter Rücken. Auch ein Rücken kann entzücken. Was machen wir für eine Farbe mit den Augen? Jetzt haben wir hier das Violett. Den Blümchen überall. Ich mache jetzt hier einfach, weil ich einfach Bock habe, noch ein bisschen Highlights rein. Könnt ihr mir mal absagen, was mir da cool ist, in die Augen reinfetzen. Vom Stream ein Beauty-Shot vom Bild. Machen wir hier nochmal Highlights, ziehen hier auch nochmal die Kante nach. Ist natürlich beim Einfärben geht auch ein bisschen das Schwarz verloren. Und dann hat man natürlich meistens nicht mehr so eine ganz klare Kante. Das kann man dann entweder wieder mit Schwarz nachziehen oder halt einfach mit dem Highlight weiß, wie ihr das möchtet und besser findet. Und Feuerrot, die Killerkatze. Hier noch voll ab mit seinen Farben und seinen Tropfen. Lalalalalala. Also wenn mir keiner eine Gegenfarbe bringt oder ein besseres Argument, dann kriegen wir hier gleich eine Killerkatze. Ich muss mal das Mikrofon so ein bisschen. Ich habe immer Schiss, dass ihr mich nicht hört. Ja, ich, wenn ich zu leise bin oder zu viel weggucke, müsst ihr mir das natürlich sagen. Man kann damit der Gun so viele geile Strukturen erzielen. Man kann mit der Airbrush-Pistole eigentlich mega coole Strukturen erzeugen. Das hängt dann bei so einer Blüte an, das kann das Fell sein. Oder ich zeige es jetzt einfach nochmal schnell hier. Die Porenstruktur, wenn man sich das mal anguckt. Man kann mit der Gun ganz viele tolle Strukturen erzeugen, so wie die Hautpartie zum Beispiel da. Und das geht eigentlich recht simpel, wenn man weiß wie. Ist es wirklich easy, dann kann man wirklich mega viel mit der Gun machen. Das macht mir immer so viel Spaß, mit den Pistolen da zu arbeiten. Man kann jetzt, wie gesagt, hier ist jetzt alles ein bisschen das Schwarz, ein bisschen untergegangen. Aber das Papier saugt natürlich auch deutlich stärker. Ich habe das Schwarz natürlich auch verdünnt, so wie alle Farben, gerade bei der Schminke sowieso. Bei der Airbrush Color For You verdünne ich natürlich nicht. Die sind schon perfekt eingestellt. Hier habe ich das Blatt vergessen. Da. Keiner hat es mir gesagt. Das Blatt hat mega viel Schatten. So. Hey, Papa. Killerkatze. Grün bis gelbe Augen. Ja, dann muss ich, glaube ich, mal Killerrot machen. Ich fand die Idee einfach zu cool, Nils. Leuchtend grün. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Das hat so richtig was von Kinder des Zorns. Wisst ihr, was wir nehmen? Da habe ich jetzt gerade gesehen, was eigentlich ganz cool ist. Und zwar können wir so einen Ton ausprobieren.
Das ist halt mal fluoreszierendes Gelb. Ah, das nehmen wir jetzt. Ah. Ich hoffe, beim Ulfi klappt alles. So, jetzt nehmen wir hier mal das fluoreszierende Gelb. Einfach nur, weil ich es ausprobieren will. Ist gar noch zu. Boah, das sieht crazy aus. Kinder des Zorns. Ich find's geil. Das sind noch Filme von früher. Alle gesehen. So. Nehmen wir natürlich aber die Sparmaxe, das Zeug ist ein bisschen dickflüssiger. Schauen wir mal. Boah, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Schauen wir mal, ob das auch deckt richtig. Boah. Na? Was ist da los? Fluoreszierendes Gelb will nicht. Sehr dickflüssig, diese Createx fluoreszierenden Farben sind sehr dickflüssig, obwohl das schon die 0,35er Nadel drin ist. Bin ich da jetzt? Kommt nichts raus. Harry, da kommt nichts raus. Ich drücke und ziehe und mache, aber da kommt einfach nichts aus. Das ist da nichts. Das ist sehr komisch. Ich weiß gar nicht, kann man die Createx Farbe hier einfach mit Wasser verdünnen? Water-based, ja, komm. Ein Fetzen Wasser rein. Ja, Friedhof der Kuscheltiere, wie geil. Ah, das waren Auffilme, die waren super. Ah, früher war noch alles besser. Die Critters, ja, aber das ist schon ewig her. Also die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber die Critters habe ich auch geguckt. Also ich habe fernsehtechnisch sehr viel gesehen. Also die Scheiße funktioniert ja mal gar nicht, ey. Was ist denn da los? Im Papier geht's gut, aber hier lässt sich ja gar nicht gescheit bemalen. Ich habe es gedacht, wir kriegen jetzt hier so ein geiles Critters. Ja. Ja, Elke, was kann ich für dich Gutes tun? Ich will hier so Neongelbe. Jetzt kommt langsam. Boah. Katze hat. Oh, jetzt kommt's langsam. Es braucht viele Schichten noch. Ich mache es jetzt mit Absicht ein bisschen großflächig, damit ich es einfach einmal voll habe. Oh. Dann nehme ich nochmal ein Schwarz und mache das. Ja, das sieht so abgefahren aus. So voll die Killerkatze. Terrorcat. Ich habe ja gesagt, ein Motiv für die Frauen, aber farblich für die Männer. So. Ja, ihr seht, das Papier zieht jetzt diese fluoreszierende Farbe extrem auf. Deswegen bleibt das einfach nicht bestehen. Deswegen ist so eine Übungsplatte auch nicht für jede Farbe geeignet. Ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wo man einfach ein bisschen probieren muss. Sieht schon wieder annehmbar aus. Dann machen wir hier noch so einen Lichtreflex rein, wenn man das kennt. Wird das Auge immer gleich noch viel krasser. Was bedeutet denn Async Ink? Was ist Ink? Bin ich Inker? So, zurück mit der Farbe. Sieht das da schon mal gar nicht verkehrt aus. So, Dalle. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen hier die Weiß.
immer noch ein bisschen Blödsinn. Bitte noch ein bisschen. Die kleinen Samenböppele. Hier noch so ein bisschen Tinte. Ne. No, 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 no. No, 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 no. Warum alle Tinte? Letztens hat mich auch einer gefragt, ob ich Tinte benutze. Aber ich noch nie. Ich würde nie auf die Idee kommen, wirklich Tinte zu benutzen. Es gibt so viele Erbersfarben und so, und das ist auch nicht ohne Grund, weil die Farbe einfach mega dünnflüssig sein muss, die Pigmente mega klein. Wenn man andere Farben benutzt, dann funktioniert das nicht immer so wirklich gut. Und das ist echt so eine Problematik, wenn man auch Acrylfarbe nimmt oder so. Das ist auch ganz schlimm, weil die Pigmente da viel dicker sind und dann kann man die zwar verdünnen, aber hat nachher nicht annähernd eine Deckkraft. Das ist wirklich, wirklich so. So, was ich euch jetzt mal hier zeigen will, ist, wenn man hier mit Weiß anfängt. Und das finde ich mein Problem mit einer weißen Papier. Dann wirkt das Weiß hier nicht so weiß wie das Weiß, sondern wirkt das unstimmig. Wenn wir jetzt hier quasi ein, zwei Striche ziehen und das war's, dann wirkt das relativ schnell unstimmig. Deswegen, wenn ihr was mit Weiß anfangt, dann müsst ihr das auch komplett durchziehen, damit das auch wieder passt. Wenn ihr dann irgendwo Highlights setzt oder so, dann müsst ihr das halt einfach komplett durchziehen. Das ist immer das, finde ich, das Problem. Deswegen machen viele auf so Papier, fangen die an radieren oder kratzen, damit die eben wieder auf das normale Weiß kommen. Ja, viel besser als das doofe Rot. Also da finde ich dann immer so problematisch, wenn man dann mit so einem Weiß dann reingeht, egal in welchen Artworks ihr das macht. Ich finde, das sieht man immer sofort und das sieht dann nicht gut aus. Also wenn ich jetzt hier oben dann quasi hier jetzt nur mit dem Weiß reingehe, gerade in der schwarzen Fläche, und ich fange jetzt hier zum Beispiel noch dieses Highlighten an oder mache irgendwas oder will noch was machen, dann seht ihr schnell, dass das nicht mehr gut aussieht, wenn das so bleibt. Das zeige ich euch jetzt einfach nur so. Ich will das jetzt nicht unbedingt highlighten, aber einfach nur mal für euch als kleinen Grundgedanke, dann sieht das immer sehr schnell unstimmig aus, wenn ihr an solchen Stellen dann hier das jetzt nur so highlightet oder so, dann muss man das halt komplett durchziehen, damit das stimmig bleibt. Und wenn ihr da halt zu dunkel geht, dann habt ihr bei so einem weißen Ding immer das Problem, dass das nachher nicht so schön aussieht. Kann man natürlich hier jetzt wieder schneller reparieren, indem wir einfach wieder mit Schwarz drüber gehen. Und dann ist das erledigt und weg. Aber das finde ich mit Weiß immer, bei solchen Bildern immer eine Problematik. Also wenn ihr eine weiße Leinwand habt, dann arbeitet ihr so, dass ihr die Farben, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, die halt, dass ihr den Untergrund nicht als Ton nehmt. Das finde ich, dann habt ihr da echt das Problem. Dafür habe ich Internet. So, jetzt will ich hier, muss mal was trinken hier. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht zu weit drüber gehe, sonst seht ihr mich ja hier gar nicht. Ich sehe mich selber nicht. Wenn ich rüber gucke, sehe ich immer nur meinen gedrehten Kopf. Tja. Aber das ist immer so eine Problematik mit dem Weiß. Also wenn man dann hier jetzt mit Weiß anfängt, dann müsstet ihr das Weiß auch hier schön durchziehen. Hier wieder mit Weiß, wirklich alles mit Weiß machen. Gegebenenfalls wieder mit Schwarz gegenarbeiten und dann wieder mit Weiß. Dann habt ihr den ganzen Kopf, sag ich mal, einmal tonal wirklich abgedeckt und dann passt das wieder, dann könnt ihr damit arbeiten. Wenn ihr jetzt den so lasst, wie der jetzt ist, dann würde ich nicht anfangen, hier mit Weiß irgendwas zu machen, wenn ihr das heller haben wollt, sondern dann müsst ihr halt bei so einem Papier einfach oder ja, bei so einem Untergrund, wenn ihr so anfangt, dann müsst ihr halt mit Radieren oder Kratzen anfangen, weil sonst wird das einfach nicht stimmig. Das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich euch nur noch mitgeben kann, was mir nicht gefällt. Also es kann ja sein, es macht euch nichts aus und passt für euch, aber für mich ist das immer, fühlt sich das nicht so stimmig an. Das ist halt so die Problematik an dem Ganzen. Und Elke, an was hängst du denn gerade dran? Was machst du denn gerade Schönes? Erzähl mal.
Also, du bist ja krank, das weiß ich, aber was war denn dein nächster Plan jetzt? Was du brushen möchtest? Übrigens hat Elke schon als einzigste das Bild hier schon gemacht. Das kann man bei Discord anschauen, wenn ihr das möchtet. Und dann habt ihr das. Ha, siehst du, jetzt habe ich was vergessen. Ich wollte letztens nach dem Live-Ding nochmal die Aphrodite hochladen, wenn sie natürlich fertig war, damit die Leute auch ungefähr sehen, wie das geht. Werde ich vielleicht bei dem hier noch machen. Schnell noch ein Foto machen und dann irgendwann mal noch mit reinhauen, damit man das noch besser als Referenzbild hat, vielleicht. Vielleicht gar nicht schlecht. Ah, ich mache jetzt hier noch so ein bisschen rum, weil ich noch ein bisschen Lust habe. Aber ihr könnt jetzt hier einfach, was das Ganze angeht, völlig durchdrehen. Ihr könnt von mir aus noch die Blätter ein bisschen grün machen. Das machen wir noch ein bisschen, damit das hier einmal noch hier so das Geraffel noch mal ein bisschen ausgemalt. Und ja, zeitlich. Dann machen wir das noch ein bisschen und dann. Ha, die Createx-Farbe klebt da drin wie Vogelscheiße. Hoppala, darf man so sagen. Ich hab's einfach mal gemacht. Kameraeinstellung ist super. So, ey. Nehmen wir noch ein wunderschönes Grün. Das ist ziemlich dunkel. Nehmen wir noch ein bisschen Ah. Nehmen wir jetzt ein paar Tropfen Gelb, diese Yellow. Und 1, 2, 3, 4. Nehmen wir noch ein bisschen was von dieser Green. Das ist mir zu dunkel. Nehmen wir jetzt nur einen Tropfen, mischen hier schön die transparenten Töne. Und dann haben wir ein leuchtendes, mega krasses Grün. Oh, das ist ein bisschen hart. Ein bisschen arg hart grün. Aber mei. Das sticht jetzt richtig raus. Das hier ist aber auch nur so. Alles Mittel zum Zweck, zum Üben. So könnt ihr dann den Farben mal rumexperimentieren. Bisschen was machen. Muss Katzen malen. Sehr gut. Jetzt hast du ja gesehen, wie ich es mache. Du hast es ja selber schon mal gemacht und jetzt machst du es nochmal und mixt beides zusammen. Dein Stil und mein Stil. Ich muss sagen, weil die Aphrodite haben ja auch schon viele gemacht, was ich auch sehr cool finde, übrigens, by the way. Was aber sehr geil ist, ist, dass die Elke die einzigste war, die den Fehler aus meinem Bild nicht nachgemacht hat, sondern den Zopf tatsächlich vervollständigt hat. Das finde ich sehr geil. Die anderen haben sklavisch nachgemacht, wie ich das gemacht habe, obwohl ich da wirklich an einer Stelle den Zopf hinten vergessen habe. Und sie war die einzige, die es wirklich voll durchgezogen hat. Fand ich sehr lustig. Ah, hier nochmal so ein bisschen. Jetzt haben wir hier echt so ein rundes Ding. Miezekätzchen. Miezekatze. Sodale. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, alles, oder? Kann man, glaube ich, lassen. Ah, bei sowas kann ich immer Stunden rumfummeln, wenn ich dann wirklich on fire bin. Da kann man hier noch ein bisschen mit der Grün arbeiten, zum Beispiel. Ja, mal nur das Standardgrün. Ihr seht gleich mal, wie dunkel das ist. Ein bisschen
Also ihr könnt ja mit den transparenten Tönen auch so viel machen im Endeffekt, dass es eigentlich schon wieder sehr cool ist. Achim, Dankeschön. Viel Spaß noch und schönen Restabend noch. Aber wir sind jetzt eh hier gleich fertig. Ich mache jetzt ja auch noch ein bisschen Kleinigkeiten hier, aber ich hau jetzt auch gleich ab. Ich muss dann irgendwie noch schön die Gans alle so ein bisschen vorbereiten. Das haben wir aber schon, ich glaube, 2 Stunden gestreamt. Das passt wieder. Tutorial. Ihr könnt ja hier noch viel mehr machen, wie ihr da lustig seid. Ihr könnt ja hier noch die Katze bemalen, sonst wenn ihr da Bock drauf habt, oder? Also wenn ihr die natürlich einfärbt, dann könnt ihr mit dem Weiß, dann habt ihr das mit dem Problem mit diesem Weiß nicht mehr. Dann wenn ihr die jetzt natürlich braun einfärbt oder so, könnt ihr natürlich danach wieder mit Weiß arbeiten, ein bisschen mit Schwarz, wieder mit der Braun oder so. Dann habt ihr da wieder die Problematik nicht, wie mit dem hier, dass es nur der weiße Hintergrund ist. Das macht es natürlich fürs Einfärben, sag ich mal, nochmal deutlich einfacher, das Ganze nachher anzupassen. Und ich finde, unser Kätzchen sieht doch gar nicht schlecht aus. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Oder, würde ich sagen, ich glaube, ist auch gerade generell, glaube ich, ein ganz schöner Zeitpunkt. Jetzt haben wir 20.46 Uhr, das passt gut. Dann habe ich nachher noch eine halbe Stunde putzen und so und fertig machen und dann passt das doch wunderbar. Oder nicht. Und dann würde ich nämlich sagen, dann machen wir einfach das nächste Mal diese schöne Creative Box. Finde ich sehr geil. Vor allem, weil da wieder ein sehr geiler Schädel drin ist. Schädel. Finde ich geil, den Schädel. Weil, er sieht mir jetzt natürlich egal wie, gar nicht schön. Habe ich hier noch irgendwas Schwarzes rumliegen? Natürlich nicht. Egal. Den finde ich sehr brauchbar. Der hat schöne Details. Der hat die Sachen, aber ansonsten, also das passt gut. Es gibt ja Schablonen, die sind voll beschissen, weil da die Übergänge einfach sinnlos sind. Hier hat das alles eine recht stimmige Geschichte und da habe ich voll Bock drauf, den zu machen. Und den machen wir einfach das nächste Mal. Zeige ich euch mal, was da alles in dem Set drin war und drin ist. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir den nämlich. Unabsichtlich mit dem Zopf. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Körnchen, Elke. Nee, dann würde ich nämlich sagen, dann passt das. Mir hat es wieder unendlich viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder da mit mir am Start wart und hier zugesehen habt. Das hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank an die Community. Küsse gehen raus. Es hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns einfach zum nächsten Mal. Ich glaube, videotechnisch komme ich gerade zeitlich nicht so gut hin, welche zu produzieren mit der Katze. Da haben wir noch das Fell. Wir haben noch das ganze Tutorial mit den Hauttönen, mit den Deckenden für den Brucey. Der stirbt langsam. Den müssen wir auch mal, muss ich auch mal schauen, was ich da als nächstes noch raushau. Aber ich komme gerade nicht so schnell dazu. Deswegen werde ich wahrscheinlich nächste Woche nochmal dieses Live-Ding eben machen mit dem Set hier. Dann ist das nämlich für mich leichter zu machen und dann passt das. Mirko, das finde ich sehr geil, wenn du dich morgen an der Katze versuchst. Das wäre super. Fände ich richtig cool. Und zeig das gerne im Discord dann auch. Oder zeig es mir dann per E-Mail, wie auch immer, wenn du nicht schon drin bist. Ich weiß ja immer die Namen nicht von euch hier, ob die dieselben sind wie im Discord zum Beispiel. Aber da könnt ihr die Sachen gerne teilen. Da teilen die alle schon sehr fleißig, was ich sehr cool finde. Ja, ich finde die Mieze eigentlich auch nicht schlecht. Die hat hier schön hier, habe ich es eigentlich ganz stimmig gemacht alles hier. Ja, die Schnurhaare, die hier sind okay, die hier sind furchtbar. Aber jetzt florale Muster, da kann man sich natürlich noch mehr Mühe geben. Da habe ich mir jetzt natürlich nicht so viel Mühe gegeben. Gerade hier ist halt eher so ein bisschen sporadisch. Nimmt aber, lässt dann aber auch noch genug Raum, dass die Katze besser aussieht. Und genau. Sonst sehen wir uns dann einfach nächste Woche, wenn alles passt.
Und bei meinem Kleinen nur das Fieber mit den Zähnen ist und nicht wieder irgendein anderer Scheiß und alles, dann habe ich nämlich wieder Bock, euch wieder zu sehen. Und dann nochmal sowas rauszuhauen. Ja, also Chaos Nips, du weißt ja, Kätzchen machen. Jetzt werden überall Katzen gemacht, ihr Skull-Männer, hier Skull-Katze. Frage, welches Weiß von der Schminke benutzt du, das Transparente oder das Opake? Ich nehme tatsächlich das Opake und verdünne es mir selber. Also das ist wirklich so, ich verdünne das Weiß und das Schwarz immer selber. Ich habe das transparente Weiß da, habe es aber noch nie benutzt. Doch, gelogen. Ich habe es benutzt bei meinem schönen Look und habe mir damit das ganze Bild versaut. Also wenn du das mal sehen willst, wie man das versaut mit transparentem Weiß, dann schau dir gerne mal, müsste die zweite Folge vom Luke Skywalker sein, da habe ich das transparente Weiß mal genommen mit zum Einfärben und das war Katastrophe, weil das so eine hohe Deckkraft noch hat. Hardy, weiß ich, der nimmt das transparente Weiß sehr gerne und benutzt das quasi, muss das quasi dann nicht mehr einstellen. Das ist also bei der Schminke. Wie gesagt, ich habe eigentlich mit der Schminke, glaube ich, 5 Jahre jetzt nur gebrushed. Jetzt habe ich jetzt über Airbrush for You auch die Airbrush Color for Use ausprobiert und da muss ich sagen, gefällt mir das Schwarz und das Weiß besser, weil die besser eingestellt sind. Da ist viel, viel weniger Tip Dry, die funktionieren halt einfach besser. Wobei ich dann sagen muss, die transparenten Töne bei der Schminke mir besser gefallen, weil es da auch einen Haufen hat. Da habe ich, glaube ich, jetzt ungelogen, was sind das? 4, 8, 12, 16, 17 Töne oder so. Also da habe ich dann noch mehr Varianz. Ich mische das ganz gerne so. Ja, ebenso, Elke. Bleibt auch alle gesund und ich klinke mich jetzt auch aus. Das passt jetzt auch für mich. Und dann würde ich sagen, wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns einfach wieder nächsten Freitag um 19 Uhr. Bis dahin viel Spaß mit meinen Videos und reingehauen. Papi macht den Stream jetzt aus. Badam.